Ja, wirklich? Solarium, Leute, mein Spaß. Richtig oder eklig? Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier mit zwei ganz besonderen Gästen, die ihr wahrscheinlich überhaupt gar nicht kennt. Hallo. Haben wir schon mal zu dritten Video gedreht? Noch, nein, nie. Noch nie. Das ist die erste große Premiere. Oh voll. Gott. Ganz haben wir schon mal zu dritten Video gedreht? Noch, nein, nie. Noch nie. Ich sag nichts. Das ist die große Premiere. Oh voll. Gott, ganz besonderes Video schön. Heute. Ja, ganz besonders. Ich habe mir was ganz Besonderes und Innovatives überlegt. Warum lachst du jetzt so? Video. Weil wir uns alle drei nichts Innovatives überlegt haben. Hallo, mein Video ich ist super. Voll innovativ. Wir drei werden heute Fragen beantworten. Gibt es dann eine? Oh gibt's dann Punkte und der wenigsten Punkte hat, muss irgendwas machen? Nein, die ach Person, so. Beziehungsweise die zwei Personen, die es nicht auf die Reihe kriegen, die müssen... Oh mein Gott! Das hätte fast das Mikrofon das hätte und mich, Julia zerstört. Das hätte direkt so ein Völkerballwurf. Aber wirklich! Wir haben Eis. Eiswürfel, Verlierer Eiswürfel. Hallo, erklär doch jetzt mal ordentlich, ey. Das ist dein Job, Julia. TJ liest uns gleich Fragen vor, die wir alle beantworten müssen. Was ist denn so für ist mir schon klar. Analysen, da bin ich dabei. Können wir jetzt irgendwelche Graphen zeichnen schnell? Alter, Julia, Joeys und Rizos Mathe-Stunde. Wir brauchen eigentlich so einen Familiennamen. Sag Kunde im Hause Jungle. Nee! Hey, das ist doch nicht. Das wir brauchen gemeinsam. Bjangle? Ja, lol, ey. Bjangle, ey. Familie Bjangle, ey. Aber warum B? Beauty? Jungle? Ja, lol, ey. Bjangle. Es ist ja auch nicht Julia in dem Namen. Das Einzige, was ich da sehe, ist Jungle. Schaff, Jungle ist gut. Es war seine Idee. Achso, ja, wir haben auch einen Tacker. Ja, das ist unser Buzzer. Den wir gar nicht brauchen, aber Rizo wollte unbedingt... Hey, natürlich, da sind Fragen dabei, wo wir buzzern müssen. Ich hab gerade gebraucht den Tacker. Ja, guck. Hä? Okay, Joey muss jetzt antworten. Ich hoffe, ich breche nicht dein Handgelenk irgendwie. Ja, ich auch. Okay. Welche Fastfood-Kette ist die größte der Welt? McDonald's. Sorry, hab ich dir dann musst du auch sagen. Ja, McDonald's. Falsch. Kentucky Fried Chicken? Nein. Was? McDonald's und Kentucky Fried Chicken falsch. Was hast du jetzt gerade gesagt? Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. Burger King? Alle drei falsch, alle drei Eichhörnchen im Mund. Was? Hä, hey, was ist es? Also angeblich ist die größte Fastfood-Kette der Welt Subway. Subway? Hä, hey, als ob? Okay. Nein, was? Kann ich nicht glauben. Also... Ich sehe überall McDonald's, ich sehe nirgends Subway. Hier haben wir auch nirgends ein Subway. Was machen wir denn mit dem Ding dann im Mund? Oh, morgen. Einfach mal chillen. Was? Chillen, abhängen. Chillen. Auch wir machen jetzt Balkon. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Kriegen wir bei jedem? Ja. Ah ja. Oh, gar kann ich aufhören. War keine Regel. Oh, Baby, komm noch her zu mir. Ist mir egal, wenn du dein Herz verlierst. Heute mach ich einen Mann aus dir. Dann bekommst du... Dann. So, wir haben jetzt alle Zettel und Stift. Ja, ich hab wirklich Zettel und Stift und die sind so... Ich bin so oldschool, ne? Wir sind einfach cool. Ja, wir sind cool. Und wir haben Geld. Die erste Schätzfrage. Oha. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Boah. Weihnachtsbäume. Weihnachtsbäume. Boah, schwierig. Ich darf natürlich. Es hat dann ja nur jede Familie nur einen. Guck, man kauft doch nur einen, oder? Ach, wir müssen dann gleichzeitig umdrehen? Ja. Gleichzeitig umdrehen. 16 Millionen. 1, 2, 3. Was hast du? Ich hab 6,7 Millionen. Ey, das kann doch nicht sein. Es hat ja doch nicht jeder ein Weihnachtsbaum. Ja, eben, deswegen. Bei jedem Dritten geht der bestimmt kaputt bei der Transportation. Nein, ich meine. Oder müssen sich einen zweiten kaufen. Wie viele sind es? Also ich sag mal so, ihr habt alle zu wenig. Was? Ha! Naja. Was? Aber immerhin. Ah, das heißt dann, dass ich gewonnen habe. Ja, du hast gewonnen. Was? Genau, es sind im Durchschnitt 30 Millionen pro Jahr. Was? Krass, hätte ich nicht gedacht. Heftig. Nächste Frage, weiter geht's. Nächste Frage. Ach ja, warte mal, nee, ihr beide sogar. Der am nächsten dran ist. Ich nehme auch mein Spiel. Ich nehme auch ein. Vor allem, wenn das so weg ist. Hier dazwischen zu sitzen, wenn die ganze Zeit so... Willst du mir doch bringen? Nächste Schätzfrage. Wie viele Jahre würde es dauern, die Distanz zwischen Erde und Sonne zu Fuß zurückzulegen? Was? Wenn du zur Sonne laufst, wie lange dauert das? Ich hab meine Antwort. Alles klar. Das
230 Millionen Jahre. Fuß dann, ne? In Jahren, ne? Guck doch nicht ab, Julia. Ich will jetzt auch nicht rechnen, ich rate einfach, ganz ehrlich. Aber die sollen nicht so krank weit weg, so mega krank. Vielleicht mache ich noch eine Null hinten dran. Und umdrehen, 3, 2, 1, jetzt. 1 Million. Ah, warte, man sieht das gar nicht, weil es gelb ist. 100 Milliarden mal 100 ist meine Antwort. Was? Jahre. 100 Milliarden mal 100. Also 10.000 Milliarden. Also mega, mega also lange. 10 Billionen. Genau. Nee. 10 Billionen? Oh, scheiße. Ja, das ist selber schuld, ne? 80.000 und 1 Million. Also ich sag mal so. Joey ist am nächsten dran. Wir halten uns im vierstelligen Bereich auf. Ja! Es wären 3425 Jahre. Oh, ich bin nur ein ganz kleines bisschen daneben. Okay, so krass daneben. Ich war so krass daneben. Kannst du eben mal googeln, wie alt das Universum ist? Ich glaube nämlich, das ist kürzer als 10 Millionen. Das Universum ist 13 Milliarden Jahre alt. Wo wir dann bei der Sonne sind. Was? Als ob man das so genau berechnen kann. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir richtig und wir falsch. Ich habe für Oma-Verhältnisse aufgerechnet, ne? Nur Oma läuft länger. Wie warm ist eigentlich die Sonne an der Oberfläche? In Grad Celsius. Mama, willst du mich verarschen? Okay, los. 3, 2, 1, wir müssen jetzt alle was aufschreiben. Ja. Okay, warte. Achso, ich hab gerade... Wie viel Grad Celsius? Ich habe eine ziemlich exakte Zahl. 3, 2, 1... Ich hab 10.000. Oha, wir sind gleich. Ja. Ich hab 1.000. Oh, es wird sehr knapp. Irgendwo dazwischen. Es wird sehr, sehr knapp. Warum? Und zwar beträgt 5.000. Oh nein. 780 Grad Celsius. Wir sind näher. Boom. Go and get that ice. Julia. Herr Gug, Herr Fackel. Kannst du mal nicht so schmatzen, bitte? Es nervt voll, wenn du so... Ja, es sieht dir recht. Wir wechseln mal das Thema. Ja. Ja. Wir haben nämlich einen halben Golfer hier sitzen. Der müsste das ja natürlich jetzt wissen. Wer ist ein halber Golf? Warum macht du eigentlich nicht Golf? Ich spiele nicht Golf. Oh, kalt. Oh mein Gott. Kann man locker machen? Die Frage ist, wie viele Einkerbungen hat denn ein Golfball? Ah, das kann ich überschlagen. Also 1, 2, 3. Ja, ich habe... Oh, warte mal, kann ich ja klein oder größer einen Golfball machen? Hallo, kannst du mal aufhören abzugucken, sag mal. Du machst mich schon groß, ganz schön früher. Komm Leute, ihr sollt einfach nur eine Zahl schätzen. 128. Jetzt stellt euch nicht so an. 1, 2, 3. Und alle Zeilen. Ja, wartet, ich trinke noch gerade. Ey, warum hast du eine Mate und ich nicht? Du hast nicht. Oha, hast du eine willst? Ja, ich möchte eine. Ich habe auch keine. Seit wann trinkst du Mate? Ich glaube, das war die letzte, ganz Leute. Ganz lange. Okay, also ich habe 400. Ich habe 240. Wie viel hast du? 240. Okay. Ein Golfball hat 336 Einkerbungen. Mehr an dir. Julia. Ja! Joey, hast du schon? Nee. Ey, das ist ein Doppelter, den nehme ich nicht. Wie geht das wieder los? Ich muss rein irgendwie. Kann ich jetzt nicht untergucken? Ich kann das nicht untergucken. Okay, seid ihr ready? Ja. Ja. Wie viele Autos gab es 2008 in der Schweiz? Das Ding ist, viele Einzelpersonen haben ja ihr eigenes Auto, ne? Man hat ja immer weniger ein Familienauto. So, Statistiken, die Schweiz hat momentan 8,4 Millionen Einwohner. Oh, boah, wie wenig. Wie viele Autos hat 2008 die Schweiz gehabt? I'm ready. 350.000. Nee, ich aber noch nicht. Ich hab... Vitas heißt ja. Ja! Ja! Genau er! Und dann, es gibt so ein Meme, da macht das dann so ein SpongeBob, glaube ich. So ein SpongeBob-Fisch oder so. Kann sein. Aber ich weiß es nicht. Naja, aber das reicht mir. Ein SpongeBob-Fisch. Der kennt ihr nicht. Das erinnert mich auch an SpongeBob. Jetzt bin ich glücklich. Wie viele Autos gibt's denn jetzt? Also, ich habe gesagt 4 Millionen. Wir haben doch gar nicht umgedreht. Ja, hier. Ich sag 6,7. Was? Ich hab 1 Million. Ich sag mal so, eine Person ist bis auf 11.000 Autos sehr nah dran. Wer ist diese Person? Diese Person ist Julia. Es gibt nämlich... Oh, shit. 2008 gab es nämlich 3.989.000 Autos. Echt? Jeder zwei... Alter... Ja, voll falsch, Mann. Was ist los mit mir? Ey. Bitte? In der Schweiz hat ein Auto. Das ist schon heftig, oder? Zum Vergleich, in Deutschland gibt es gerade 43 Millionen Autos. Ist auch die Kacke. Hälfte. Ich will so Kacke im Felsen. Ja. Ich habe es ja alles falsch gestellt. Ach, habt ihr jetzt schon... Ja, haben wir schon. Ist ja hier schon ein Automatismus. Seid ihr ready für die nächste Frage? Ja. Wenn man einen Wasserhahn den ganzen Tag ganz langsam tropfen lassen würde, wie viel Liter würde pro Tag verloren gehen? Boah. Es kommt aber an, wie schnell der tropft. Ja, ne? Im Durchschnitt. Hä, hey, immer... Wie im Durchschnitt? Ein Tropfdurchschnitt. Ja, aber wie schnell tropft der? Okay, wir schreiben jetzt immer alle irgendwas auf. Ey, ich bin die Frage. 2,3 Liter.
sagen Scheiße, weil es kommt ja total darauf an, wie das tropft. Es kann ja auch Tropf, es kann aber auch Tropf. Tropf. Und das ist doch ein Faktor 7 schon unterschiedlich. Ja, da kommt wieder der Musiker ins Spiel, ne? Da hat er schon recht. Das habe ich mir auch gedacht, aber ja, manchmal muss man die Fragen so leben, wie sie sind, ne? Ja, ich habe 3 Liter. Ich habe auch 3. Oh mein Gott! Oh! Ey, aber komm, dann muss oh keiner vom Tropf. Nein, wir müssen alle einen Eiswürfel essen. Was? Nein, ich habe jetzt einmal die Chance. Es wären ungefähr 15 Liter gewesen. Ey, das halte ich für eine Lüge. Ja, ist Quatsch. Das halte ich für eine Lüge. Es tropft dann schon schnell. Diese Schätzfragen sind scheiße. Okay, jetzt brauchen wir es tropft dann so. Da. So. Ja, Vorsicht. Hallo. Du kannst den Tacker ja hier drauflegen und dann hauen wir da. Klar, auf mein iPad. Je nach Schnelligkeit, weil ich das alles. Ja. Ja, okay. Du müsst genau den Wortlaut der Frage machen. Merkel. Oh. Nee. Und Vorsicht, iPad kaputt. Dein iPad. Wie viele Abonnenten hat Joey's Jungle? Kannst dir safe beantworten. Oh. Wie viele Abonnenten hat der größte Kanal Deutschlands? Also muss ich jetzt treffen? Ja. Ja, also. Nee, dann weiß ich es nicht. Dann treffe ich nicht. 6,8. Ich glaube 6,8. Ja, da müssen wir wieder alle schätzen. Das ist doch so eine Schätzfrage. Das ist eine Schätzfrage. Wer am nächsten dran ist, zu viele Eiswürfel gelutscht. Ja, was ist? Das heißt, der Kinderspielzeugkanal zählt als Kanal. Ja. Ich weiß nicht mal, was der größte Kanal von Deutschland ist, Leute. Kurz gesagt. Ach, der Kinderspielzeugkanal auch. Das würde ich jetzt nicht dazu zählen, aber na gut. Oh. 12,5. Zählt als deutscher Kanal. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte jetzt gesagt, ich will es auch nicht. Nee, das glaube ich, ist es nicht. Aber so als YouTuber ist sie die größte, einfach, oder? Es geht ja nicht um den YouTuber, es geht um den YouTube-Kanal. Was, wie viele Abonnenten die haben? Ja. Auf chill mal, ja. Sind das dann Free Kickers? Ich habe 2 vor Augen, die größer sind. Nicht mehr verändern. 3, 2, 1. Und umdrehen. Ich habe auch 8 Millionen. Ich habe 9,7. Dann haben wir auf jeden Fall Gewinner hier. Okay, dann können wir direkt nehmen, Alter. Weil der größte deutsche Kanal ist momentan, kurz gesagt, beziehungsweise in der Nutshell, mit 9,41 Millionen. Ah, ich dachte, wir hätten ja auch 8. Mann, wie schlecht bin ich? Ja, voll gut geschätzt. Wie viel waren es? 9,4. Wow. Läuft bei dir. Ah ja. Okay, let's go, Becker. Kannst du schon festhalten oder sind deine Zähne schwindelig? Ich krieg einfach einen Mokorrücken geschwimmt. Seid ihr ready? Ja? Aha. Joey hat schon die Antwort. Wie viele Liter Bier werden im Jahr pro Kopf in Deutschland getrunken? Ah, das ist viel, das ist viel. 336. Nein. Millionen. Durchschnittlich gesehen über alle Deutschen. Also auch Leute, die das nicht kriegen. Auch Kleinkinder müsst ihr in die Statistik reinzählen. Deutschland ja. Durchschnittlich ein, also eine Person durchschnittlich. Liter. Ach, krass, in Irland, ne? Durchschnittlich. 180 hast du gerade gesagt, ne? Wäre es, wenn eine Person jeden Tag ein Bier trinkt? Ja. Yeah. Okay. 3, 2, 1, ich hab 150. Oha! Ich hab 100. Eine Person ist auf jeden Fall auf den Liter genau. Und diese Person sitzt ganz recht. Es was? Genau 100 Liter. Alter, ich wollte auch fast 100 sagen. Da hab ich mir gedacht, nein, das ist wieder doof. 100 so Liter im Jahr. Aber Leute, ich muss euch jetzt ganz ehrlich was mitteilen. Ja, was denn? Ich muss mal. Ja. Geh doch, können wir so lange lutschen. An unseren Eiswürfeln mal. Genau. Okay, wie viele bekannte Insektenarten gibt es in der Schweiz? Willst du mich verarschen? Ja. Bekannte Insektenarten. Zählen noch Unterarten? Ich als Insekt tue. Warte, ich nicht so klar. Kenner. Ja. Ah, Joey ist wieder da. Du kannst mitmachen. Wie viele bekannte Insekten? 764. Insektenarten gibt es in der Schweiz. Du musst nachher das hier im Mund nehmen, Julia. Oha. Es sei denn, du verlierst jetzt. Okay, ich hab was. Okay, dann nochmal umdrehen. 3, 2, 1, ich hab 10.000. Ich hab 13.000. What? Ich hab 384? Also in Malaysia safe 13.000. Das Ding ist, Ameise ist ja nicht eine Art, sondern es gibt ja allein 100 Fliege. Ameisenarten. Kennen Sie diese grünen komischen Zwiebelfliegen? Das sind schon 2 Arten. Ja, okay. Eine Person darf schon Eis über den Mund nehmen, glaube ich. Ah ja, das hatten wir ja eigentlich abgemacht, ne? Ja, stimmt. Ja, nimm es. Nimm es. Das ist gutes Training. Wenn man würgen muss, dann trainiert das den Bürgerreflex weg. Okay, lass uns dieses Thema einfach. Und den zweiten Eiswürfel darf Rezo haben. Nimm es in den Mund. Weil es sind. Den zweiten darf Rezo haben. Es sind übrigens über 22.000. Was? 22.000 in der Schweiz. Wie viele gibt's dann in Asien?
Mehr. Ja, okay, das ist auch ein... 20.000. Oh ja, lass mal so weitermachen, voll schön. Jetzt sieht niemand mehr, dass wir Familie Bianglay sind. Familie Bianglay. Ich kann es ab jetzt hier oben in die Ecke reinschreiben, damit man es immer noch weiter sieht. Hashtag Familie Bianglay. Familie... Willkommen bei den Bianglays. Das schreiben wir jetzt da oben hin. Okay. Okay, ja, los, weiter. Wie oft schauen wir pro Tag durchschnittlich auf das Handy? Boah. Also wie oft die Deutschen? Wie oft Jugendliche? Menschen. Was ist hier? Wie oft der Durchschnitt? Nimm doch nicht alles immer so genau. Ja, ich verliere. Ja, ich muss, das ist einfach wie oft man am Tag aufs Handy guckt. Durchschnittlich. Vorder- oder Rückseite. Manchmal gucke ich mir das Handy auch seitlich an. Was sagt's dir dann? Nix. Ich gucke es mir nur gerne von der Seite an und denke, schön. Oh, flach. Durchschnittlich 12 Stunden. Ich sag jetzt einfach was. Ich auch. Okay. Ja, man muss auch die Oma mit einbeziehen. Die guckt gar nicht aufs Handy. Also, Julia darf schon mal ein Eis über den Mund nehmen. Scheiße, bin ich eigentlich bescheuert in der Birne. Wir gucken im Durchschnitt 88 Mal auf unser Handy. Ich bin 88. Näher dran. Oh, gib mir auch. Ey, die Zahl, dass es genau diese Zahl ist, das ist schon ein bisschen ironisch. Eins. Ich will nicht. Kriegst du schon alles, hast du. Komm, warte, geh. Sabber doch nicht meinen Boden voll. Nächste Frage. Mann, der sagt schon gar nichts mehr. Wie viele Tage verbringt ein Deutscher in seinem Leben durchschnittlich auf dem Klo? Ganz ehrlich, das sind so beschissene Fragen. Ich hab keine Ahnung. Okay, ja. In Tagen? Ach so. In Tagen? So in Tagen. 3,5 Tage. Wie viele Tage? 3,5 Tage. So. Alright. 560 Tage. Ja. Und ich hab 400. Oh, man sieht meins gar nicht. Hä, warum habe ich so viel? 1000. Ich habe 500. 1000 Tage? Ja, sind so drei Jahre. Was ich gerechnet so habe, war, ich habe gedacht, wenn jemand 20 Minuten am Tag etwa auf dem Klo ist. Ach, du dann rechnest sind das ja, hä, 20 Minuten nur? Du gehst ja auch mal pinkeln. Und du gehst wie ja manchmal. War das jetzt? 2 Minuten? Ja, gut, aber du gehst ja nicht nur dreimal am Tag pinkeln. Ein paar Leute haben auch Dünnschiss oft öfters. Ich gehe echt auf pinkeln. Ich war schon, seit ihr hier sind, dreimal. Ich gehe auch öfters. Hä, hast und du außerdem, eine schwache Blase? Ja, nee, aber ich habe wahrscheinlich eine kleine Blase. Das ist eine schwache Blase. Nein, die ist einfach nur klein. Ja, das ist einfach nur sehr oft aufs Klo. Wenn du 60 bist. Musst du dir eine Bratpfanne mitnehmen immer, wie im... Eine Bettpfanne. Ja, meine ich. Bratpfanne. Hä, wie komme ich denn jetzt auf Bratpfanne? Ja, wegen Pfanne. Aber seid ihr Langkacker oder so? Schnellkacker. Ich bin so sauschnell. Echt? Mal schön auf dem Klo. Ey, juckt mich halt nicht. Halt ich für Lüge. Ab dem Punkt halt. Durchschnitt verbringt der Deutsche 32 Tage in seinem Leben auf dem Klo. Halt ich für Lüge. Ab dem Punkt halte ich deine ganzen Antworten für eine Lüge. Ja, ja. Aber es gibt so viele, die einfach da chillen. 32 Tage. 230. Ach, 230. Tage. Ja. Ich habe 32 verstanden. Ich habe auch 32. 11,2 Minuten wäre das am Tag. Ja, das kommt hin. Ja, kommt, glaube ich. Ich habe mit 20 Minuten geschätzt. Niemals. Ja, aber dann habe ich gut geschätzt, weil ich hatte in meinem Kopf 20 Minuten und ich habe so etwa überschlagen. Okay. Das ist doppelt, genau. Ist gut geschätzt. Aber 11 Minuten auf dem Klo pro Tag, das halte ich für eine Lüge. Ich glaube, der Durchschnitt liegt höher. Ich auch. Allein einmal kacken 20 Minuten. Oh, wir jetzt. Ich glaube, der Durchschnitt liegt höher, weil viele, die ich kenne, sind irgendwie eine halbe Stunde oder so auf dem Klo. Ich brauche da so 2-3 Minuten für. Bei mir läuft. Nein, es läuft nicht so. Okay. Überreden muss ich langsam auch Pipi. Also wollen wir die Abmoderation machen? Sehr gerne. Okay. Alter, ich habe hier die ganze Zeit den Sabberfleck vor mir. So, dann, ich hoffe sehr, hat gebt doch mal einen Daumen nach oben. Gib gerne einen das Daumen ist doch nach wichtig. Oben. Und schreibt Kommentare. Hey, Kommentare. Deine Kommentare kommen. Cringe und Kommentare.